Liebe VR-Entwickler, wollt ihr uns verf... Ja, Grüße und willkommen, Wurmhoshis, hier bei einem neuen Brand-Video, würde ich jetzt mal sagen, quasi so. Alles wieder unscripted, so wie immer. Ich werde jetzt einfach meinen Rage rauslassen, keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Es geht auf jeden Fall um Linkshänder-Support bei VR-Spielen. Ja, Boneworks war natürlich der jüngste Anlass, was mich wieder tierisch aufgeregt hat. Dieses Spiel wurde so dermaßen gehypt und es wird so geil und die Physik und das ist das inoffizielle Half-Life-Spiel überhaupt und die Devs, die haben ja so viel Praise und Ruhm gekriegt. Das wird der Hammer und dann spielt man das und dieses Spiel hat kein Linkshänder-Support. Das kann bei so einer Größe, bei so einem Spiel, bei so einer langen Entwicklungszeit einfach nicht mehr passieren. Angeblich ist sogar einer der Entwickler Linkshänder. Das muss doch aufgefallen sein. Hey, wenn ich ein Spiel zocke, wie komfortabel ist das für mich, wenn er von Anfang an nur mit rechter Standardsteuerung angefangen hat? Okay, mag vielleicht so sein, aber es gibt genug Linkshänder, das sieht man immer, immer wieder, die mit dieser Rechtsstandardsteuerung nicht spielen können. Dazu gehöre ich auch. Das muss doch innerhalb von 2 Jahren, oder wie lange gibt es VR? 2016, sogar noch länger. Seit, keine Ahnung. Seid irgendwie oder so. Baut Linkshänder-Support ein. Wie schwer kann das sein? Ihr müsst die Controller spiegeln. Spiegeln. Ey, das Interessante ist ja auch immer, dass das meist Spiele sind, die so hoch angehypt werden, hohen, ja, weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, hohen Höhe holen. Sprechen kann ich auch nicht. Die jetzt nicht gerade, die eventuell ein höheres Budget haben als so ein kleiner Einmann-Indie-Entwickler. Ist es jetzt Boneworks, Asgard's Wrath, Doom Virtual Reality. Alle diese Spiele hatten zu Anfang oder haben immer noch kein, alle drei Spiele haben immer noch kein Linkshänder-Support. Von Anfang an schon nicht. Boneworks arbeitet angeblich dran, Asgard's Wrath arbeitet angeblich auch dran, ist jetzt aufwendiger als gedacht. Das sollte schon mit Patch 2 kommen, kommt aber wahrscheinlich erst mit Patch 3. Ja, Doom, Bethesda, brauchen wir nicht lange drüber reden. Die haben eben schnell Cash Grab gemacht mit ihrer Doom-Franchise und hier die Henne, scheiß drauf, auf die Linkshänder, wir lassen es so. Also das Spiel konnte ich noch nie richtig spielen, das ist in der Bibliothek verstaubt. Ich hatte ja zu lange gewartet, gehofft, dass ein Patch kommt, aber Refund-Datum ist schon lange überschritten. Asgard's Wrath, ja, haben es versprochen, verschiebt sich jetzt um einen Patch, sie arbeiten dran, Bomox arbeitet auch dran, aber diese Sache ist, sie arbeiten dran. Super, warum ist das nicht zu Anfang an da? Warum sind bei solchen Spielen zu Anfang an kein Linkshänder-Support? Pavlov hat Linkshänder-Support, das ist noch ein Early Access. Onward hat Linkshänder-Support, obwohl ich das Spiel finde, es hat aber Linkshänder-Support. Fast jedes 0815 Indie-Spiel hat Linkshänder-Support. Unnightly hat Linkshänder-Support. Auch nachträglich nachgereicht, aber noch im Early Access und sogar richtig schnell. Was gibt's denn noch? Boiling Steel im Early Access hat jetzt auch Linkshänder-Support. Das ist aber noch ein Spiel, was quasi nicht irgendwie voll released worden ist, noch im Early Access. Viele Spiele haben Linkshänder-Support von kleinen Teams. Große Spiele oder ich weiß nicht, das wird so oft vergessen und ich könnt euch nicht vorstellen, wie behindert sich das mit der Standard-Rechtsteuerung steuert. Das funktioniert nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Shooter. So, ich hole dir meine Controller, dann sehen wir uns wieder. So, ihr fischfeuchtes Spritzgebäck. So, hier habe ich meine Controller. Wie machen wir es denn jetzt am besten? Ich muss zurück. So. Mal kratzen. So, Standard-Rechtsbelegung ist natürlich klar. Hiermit bewegen, vorwärts, rückwärts, strafen, drehen, ist ja alles voll schön und gut, wenn du Rechtshänder bist. Das Problem ist aber, du hältst als Linkshänder deine Waffe hier. Meist hast du auch Controller-direktionales Steuern. Wenn du jetzt vorwärts läufst oder rückwärts läufst, vom Gegner ausweichen willst, zielst auf dem, siehst aber rechts ein, auf einmal schwupps, rennst du komplett in die andere Richtung. Das funktioniert nicht, wenn du bewegen und schießen mit derselben Hand machen sollst. Das geht nicht, das muss immer in der Offhand. Es gibt sogar Rechtshänder, die auch lieber mit bewegen auf dem rechten Stick spielen. Das ist
Die Option muss da sein. Bei einem Spiel, was physikalisch quasi gesteuert wird. Wenn du so ein Gamepad hier hast, ist egal. Du musst dich nicht bewegen. Du musst damit nicht zielen. Du hältst das einfach stumpf vor dir hin und spielst. Fertig. Da ist egal, wie rum das da ist. Da kann man sich dran gewöhnen. Da spiele ich auch mit Bewegen links und Nein, Entwickler. Das darf nicht mehr sein. Das ist genauso, als wenn du in einem Flat-Spiel keine Funktion einbaust, um Tasten neu zu definieren. Stell dir mal vor, es gibt Controller, die sind kaputt oder so. Die möchten dann gerne die Sticks tauschen. Tasten, die vielleicht nicht mehr funktionieren. Andere Gewohnheiten. Keine Ahnung. Leute, ihr müsst so eine Scheiße einbauen. Das kann nicht mehr sein. Es wird auch kein positives Review mehr von mir geben, in einem Spiel, was kein Scheiße-Support hat, bis es drin ist. Ich habe so die Faxen dicke. Es gibt so viele Spiele, wo dieser Linkshänder-Support nicht drin ist. Oh, es gibt da noch Ausnahmespiele, unter anderem sowas wie Blade & Sorcery und Hellsplit. Wobei Blade & Sorcery hat jetzt getauschte Controller, zwar über die Steam VR-Controller. Damit kann man auch tauschen, genau. Und dieses Moment braucht ihr mir auch nicht kommen. Bei Asgard's Wrath gibt sowas nicht, weil das Oculus-exklusiv ist. Und bei Boneworks kannst du diese nicht machen, weil links und rechts dieselbe Buchstabenbeschriftung hat, Tastenbeschriftung hat. Links Controller ist A, nur A-Value, rechts Controller ist nur A, A-Value. Du kannst, wenn du aussuchen willst, ich möchte jetzt A links haben oder A rechts, es geht nicht, die Tasten gibt es nicht, du kannst nicht tauschen. Die haben ja jetzt zwar Stick-Switch eingepatcht, der Witz aber an der Sache ist, wenn du jetzt mit rechts bewegen willst, rechts ist aber auch der Sprungknopf. Ich kann von nicht mal nicht nach vorwärts laufen, und dann gleichzeitig A drücken. Dazu fehlt mir der Finger. Das geht nicht. Ihr Lutz. Boah, ist das eine. Ich könnte mich da jetzt die ganze Zeit drüber aufregen und auch immer dieselbe wiederholen. Aber es ist einfach immer noch dasselbe. Baut einen Linkshänder-Support ein. Ist mir egal, wie schwer das ist. Ihr wollt Kunden haben. Leute, die das kaufen. Das. Ja, genau. Solange das Spiel nicht im Very, Very Early Access ist oder frisch erschienen und noch im Early Access ist. Und dann, also, nee, anders. Wenn das Spiel noch im richtig Early, Early Access ist oder gerade erschienen und im Early Access und es hat kein Linkshänder-Support. Also ich persönlich kann noch drüber hinwegsehen. Ich werde dann meist dann im Forum oder wenn die Discord haben, darauf hinweisen, hey, pass auf, ich habe das gespielt, baut ihr Linkshänder-Support ein. Wenn da dann sofort eine Antwort kommt, ja, machen wir. Sag ich, ja, alles klar, warte ich, super, kein Ding, ist eh Early Access und so. Boneworks ist komplett released. Ich habe im Discord gefragt, die einzige Antwort, die gekommen ist, von diesem Alex, wie die heißt, bitte ping mich nicht an. Ich so, an. Wie wär's, wenn du antwortest, ob wir Links- oder Rechtshänder einbauen? Nee. Blöde Ausreden. Die kam richtig angepisst rüber. Also ich fühle mich in meinem Recht, mich zu beschweren, dass ich keinen Linkshänder-Support habe in VR, dass ich die Tasten nicht belegen kann. Ich weiß nicht, warum das immer noch in VR so eine Blockade ist, dass wir in keinem Spiel unsere Tasten definieren können. Sogar Steam, ich weiß nicht, ob Valve das irgendwann mitgekriegt hat und deswegen halt diese Controller-Konfiguration eingebaut hat, weil Entwickler diese nicht einbauen. Das ist, geht ja auch in den meisten Fällen bei Steam VR Controller, dass wir unsere Tasten einstellen können als Linkshänder oder Rechtshänder, die gerne vernünftig spielen oder nicht mit der Standardbelegung spielen können. Aber in vielen geht es halt nicht, wie bei Boneworks. Ja, ich reite da jetzt ganze Zeit drauf rum, weil ich konnte dieses Spiel noch nicht richtig spielen. Das ist eine einzige Qual. Ich hätte da so gerne ein Video von gemacht, was ich wahrscheinlich jetzt auch machen werde, weil ich kann nicht ewig warten. Das werde ich aber kein gutes Haar an dem Spiel lassen, weil es einfach keinen Spaß macht so. Tut mir leid. Ja, das war auf jeden Fall jetzt mein Rant zu fehlendem Linkshänder-Support. Ich weiß jetzt nicht, wie lang es war. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wahrscheinlich auch wieder so 10 Minuten. Hat wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Vielleicht hat es auch ein paar unterhalten, würde mich ja auch freuen, wenn es Leute witzig finden. Ich finde es teils witzig, also eigentlich ist es nur noch traurig, also kann eigentlich nur noch, das ist so traurig, dass man schon drüber lachen muss, aber ja, wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und habt Spaß bei dem, was ihr gerade macht, egal was es ist, mit Zocken oder so, ja, und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Ciao, bis denn.